Eins, zwei. Eins, zwei, Test, Test. Test, Test. Eins, zwei, drei. Dankeschön. Sie hören mich, das ist sehr schön. In ein paar Minuten beginnen wir. Thank you.
Ja, einen wunderschönen guten Abend auch. Eine Minute noch, dann beginnen wir. Es werden jetzt immer mehr, sehr schön. Hört man mich gut? Okay. Guten Abend. Ja, okay, man kann mich hören. 20.30 Uhr. Ja, jetzt geht's los. Hallo, liebe Färbepartner, liebe Interessenten, einen wunderschönen guten Abend. Es werden jetzt immer mehr, sehe ich jetzt gerade, die sich dazuschalten. Herzlich willkommen zu unserem Webinar Produkte Blockbuster. Ja, mein Name ist Barbara Feicht. Ich bin seit 33 Jahren verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder und bin seit über 25 Jahren im Network. Ich war 25 Jahre in der gleichen Firma wie Helena Löwenstein und Christian Ley. Und ja, wie dann Herr Dogan letztes Jahr im Internet war und ich gesehen habe, er öffnet sein neues Unternehmen, da habe ich erst einmal gedacht, oh Gott, was passiert hier? Wie es geheißen hat, er kauft die größte Aloe Vera Bioplantage. Da war man ganz anders, wie dann Helena Löwenstein gekündigt hat und Christian Ley. Und mit denen habe ich ja schon sehr eng zusammengearbeitet. Also wir waren nie irgendwie in den gleichen Strukturen, aber wir haben gemeinsam Seminare gemacht und waren auch gegenseitig Gastreferent. Und da hat dann für mich, war dann klar, auch für meinen Mann, wir starten nochmal neu. Wir haben im September gekündigt und seit 1. Mai bin ich bei Fairway und seit Juli bin ich Silbermanager. Ja, und ich darf Ihnen heute die Produkte präsentieren, unsere Blockbuster präsentieren und ich muss sagen,
Das ist für mich ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ich bin es gewohnt zu referieren. Ich freue mich jetzt mal drauf, aber so einen Monolog zu führen, so von alleine, so in meinem kleinen Büro vom PC, ist schon komisch. Das ist mein erstes Webinar, also ich habe heute Premiere und ich werde mich bemühen. Und ich würde Sie bitten, dass wir Fragen hinterher stellen, weil mich das sonst irgendwie zu sehr irritiert da oben. Und ja, dann legen wir los mit dem ersten Produkt. Also ich versuche, dass ich so in einer Stunde insgesamt fertig werde. Ich habe jetzt, ich glaube, 85 Folien vorbereitet. Sie hören am Anfang jetzt von mir das ProClean. Dann gehen wir weiter in den Kosmetikbereich, in den Wellnessbereich und zum Schluss machen wir dann Nahrungsergänzung. Da darf ich Ihnen ein bisschen was näher bringen. Und wie gesagt, ich werde mich, also ich hoffe in einer Stunde sowas, dass ich dann durch bin. Ja, ProClean Konzentrates, innovativ reinigen, endlich mal ein Reiniger für alles. Sagen wir doch mal ehrlich, meine Damen oder auch Herren, die auch putzen. Wir haben ja Massen an Reinigungsmittel, für alles irgendeinen Reiniger. Und hier haben wir heute einen Reiniger, wo man für alles benutzen kann. Das Tolle ist hier, wir haben 100% nachwachsende Rohstoffe, es ist kein Totenkopf drauf, es ist nicht giftig, es ist nicht schädlich, gar nichts, man braucht nicht einmal Handschuhe benutzen, es riecht sehr, sehr angenehm. Sie sehen hier, was alles drin ist, Palmen, Kokos, Zuckerrüben, Zuckerrohr, Grapefruit, Mukurusse, das ist der Waschnussbaum, Macadamianuss, Hanf, Hamamelis, Aloe, da kriegt man richtig Appetit. Ja, und alles natürliche Rohstoffe, 100% nachwachsende Rohstoffe. Ich denke jetzt halt mal an die kleinen Kinder, die da am Boden rumkrabbeln und vorher wurde da mit so einem giftigen Zeug geputzt. Also, oder auch, wenn man die Haustiere, die sind ja auch am Boden und da wurde vorher mit irgendwas nicht so gutem, was einfach schädlich ist, sauber gemacht, ist nicht so toll. Und hier kann man das wirklich getrost, kann man hier sauber machen und man weiß, es ist was Gutes. Ein paar Tipps dann noch, also wie gesagt, innovativ reinigen mit Kraft der Natur, Öle, Fette, allgemeine Verschmutzungen werden in sämtlichen Bereichen, Küche, Backofen, Bad, Sanitärböden, Fenster, Möbel, Keramik, Fliesen, Parkett, einfach alles. Sie sehen hinterher noch ein paar Fotos. Auch Maschinen, Felgen. Es ist dermatologisch getestet, ökologisch abbaubar und sind innovativ natürliche Tenside. Wie gesagt, kein Totenkopf. Die Anwendung, also auch die Konzentration, Sie sehen das hier, es ist auch alles im Internet. Gehen Sie doch einmal in den Download-Bereich rein und unter die Produkte oder auch Fragen-Antwort. Also Sie erfahren heute so viel über die Produkte, beziehungsweise Sie haben so viele, so, jetzt hat jemand sich gemeldet, ich komme jetzt total durcheinander, Entschuldigung. Also bitte hinterher dann fragen, ist das Beste. Also in Download sind sehr viele Produktinformationen, es sind also Datenblätter, Produktdatenblätter, wo alles draufsteht. Ich habe das mal eins ausgedruckt von jedem Produkt. Es ist Frage-Antwort, auch das steht im Internet, Sie können das alles nachlesen. Sie müssen das nicht jetzt, Sie sollen mitschreiben, aber müssen nicht alles mitschreiben, also sehr viel im Download. Sie sehen hier jetzt bei leichter Verschmutzung 1 Pumpstoß pro Liter, mittlere Verschmutzung 3 Pumpstöße oder bei starker Verschmutzung. Also man kann das einfach warmes Wasser in einen Eimer und dann 1 oder 3 Pumpstöße, je nachdem, und dann ganz normal wischen. Ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe mir das abgefüllt. Ich nehme es natürlich auch mit Wasser. Ich habe hier 2 Alu-Sprühflaschen. Eine habe ich mir markiert, also Sie kriegen heute ein paar praktische Tipps auch von mir. Eine habe ich markiert, das ist jetzt die verdünnte und das ist das unverdünnte. So kann ich das nicht verwechseln und ich mache immer eins. Ich gebe hier ungefähr so 15 bis 20 Milliliter von dem ProClean-Konzentrat rein und fülle es mit Wasser auf und ich nehme das für alles. Sie sehen es hier, für die Gartenmöbel können Sie es nehmen, für den Backofen, für Camping, für die Felgen, zu denen komme ich jetzt noch, für Boote. Also für Backofen kann man das pur verwenden. Also ich empfehle hier, das auch so auf 30, 40 Grad aufzuheizen, also nicht zu heiß, sonst verdampft das Ganze. Dann einfach pur einsprühen, ein paar Stunden
einwirken lassen und dann lasst ihr das wunderbar sauber machen. Die Dame hat die Handschuhe an, sie braucht nicht einmal Handschuhe. Und sie kennen das bestimmt bei den Backofenreinigern, wie penetrant die dann hinterher riechen, wenn man den Backofen dann auch wieder einschaltet oder überhaupt, es ist ja alles hochgiftig. Und hier haben sie immer einen angenehmen Geruch. Zu den Felgen möchte ich noch was sagen. Mein Mann hat das erste Mal pur benutzt. Und das hat geschäumt wie verrückt. Es war super sauber. Also er hat das pur eingesprüht, hat es einwirken lassen, hat das dann sauber gemacht. Aber es hat echt richtig geschäumt. Jetzt macht er es so halb-halb. Also halb Wasser, halb Proklin. Das muss man sich halt dann abmessen. Und macht die Felgen sauber. Der Vorteil ist, dass sich da so eine Art Schicht drüber legt, so eine Art Film. Und dann der Bremsstaub sich nicht mehr so ablegt. Also auch für die Männer. Super, also auch für Maschinen. Ich schaue jetzt ja gerade mal, ich habe mir heute ein paar Notizen gemacht, ob ich irgendwas vergessen habe. Genau, also hier mit dem Verdünnten, wie ich vorhin gesagt habe, wo ich hier das Mackerle drauf habe, das nehme ich echt für alles. Das nehme ich sogar mit für meine Brille. Also ich wasche die erst ab, sprühe die ein, verreibe das mit den Fingern, wasche das wieder ab und nehme einfach ein weiches Tuch und die Brille ist sauber. Also auch fürs Brillengestell, für Glas, für Spiegel, für sämtliche Flächen, für Keramik, für Fliesen, für Küche, für alles benutze ich das. Und es ist total easy und vor allem, es schaut toll aus. Also es schaut nicht aus wie ein Reiniger. Das steht bei mir einmal Küche oder Bad, je nachdem, wo ich halt gerade bin. Und vermute keiner, dass es irgendwie ein Reiniger ist. Verkaufstipp auch noch von mir, einfach mal so eine Flasche mal abgeben. Abgeben, ausprobieren lassen, den Dosierungsplan eventuell dazu und einfach mal sagen, Freunde, Bekannte, probiert es doch mal aus. Das ist nicht giftig, das ist biologisch abbaubar, erklärt es ein bisschen. Und es gibt ja auch für überall Flyer, gebt einen Flyer mit dazu und lasst es einfach mal ausprobieren. Was habe ich noch? Felgenreiniger habe ich, genau. Man kann das genauso gut pur mal in die Toilette geben, über Nacht einwirken lassen, wirkt dann auch Urinstein und Kalk mit entgegen. Also das ist auch eine tolle Geschichte. Gut, Brille habe ich dann auch schon gesagt, da haben Sie dann immer den Durchblick. Okay, dann gehen wir weiter, dann haben wir unser Thema Home Living. Genau, hier haben wir noch ein Bild, vorher, nachher. Das sind diese Edelstahl, und hier ist was Angebranntes, also einfach pur und dann einwirken lassen, also wird wieder wunderbar sauber. Das sind dann diese Kaminfenster. Also wir haben auch ein Kaminfenster, ich benutze es hier pur. Und also da geht der Rost, es geht alles runter. Und gibt auch so einen ganz einen leichten Film, also ganz eine tolle Geschichte. Auch hier ging Kalk. Und wenn man das immer wieder einsprüht, da legt sich der Kalk gar nicht so an. Also da ist er, ja, ich möchte gar nichts anderes mehr verwenden. Und ich habe alles verräumt, teilweise weggeschüttet, ein bisschen was steht noch im Keller und das andere habe ich echt weggeräumt und weggeschmissen. Sie sehen hier einmal den Nachfüllpack. Hier ist dann diese Aluflasche, die ist leer, wenn Sie die bestellen, also schaut auch wirklich top aus. Und Sie geben dann eben das Konzentrat und je nachdem, ob Sie es pur wollen oder verdünnen wollen, in die Aluflasche rein. Und hier haben wir auch ein tolles Geschenkset, also man kann das auch verschenken. Ja, jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft schon wieder. Okay, gehen wir weiter in Kosmetik. Too Faced Lift. Jetzt würde ich ja gerne fragen, wer benutzt denn das? Also ich benutze es regelmäßig. Ich mag das total gern. Also ich nehme es hauptsächlich um die Augen. Und weil nämlich dann auch gerade Schminke dann super hält, also das hält den ganzen Tag. Gehen wir weiter, was ist alles drin? Also hier zur lokalen Faltenbehandlung für die Augen, Stirn, Nasobialfalte, die Tränensäcke. Also da kann man das direkt dann verwenden. Man kann es als All-Over-Serum verwenden. All-Over-Serum, das heißt, also ich habe das jetzt vor 3 Tagen gemacht, wieder mal, ich nehme da entweder Wasser oder dann unser Rescue-Spray, benetze einfach mein Gesicht, nehme dann von dem Two-Face-Lift so 2 Pumpstöße, verreibe das in den Fingern und gebe das einfach und verreibe das einfach drüber, über das feuchte Gesicht.
Und dann ist der Spannungseffekt nicht so da. Und man sieht es richtig, also man schaut frisch aus, man schaut erholt aus. Also auch das für die Männer ist es sehr gut. Gerade kurz vor der Geschäftsvorstellung, wenn man nicht so gut ausschaut, das drüber und dann sind sie auch gut drauf und dann, ja, dann loslegen. Also das ist dann das richtige Frischig, also diese frische Kick und diese All-Over-Serum kann man dann auch benutzen ohne Make-up, aber man sollte dann, man kann dann ein Mineralpuder drüber machen. Also nochmal, man kann das komplett drüber machen, aber dann mit Mineralpuder oder dann diesen frische Kick feucht machen, dann drüber und dann auch mit diesem Fächer immer trocken wählen, sage ich mal. Also das immer wieder, denn wenn es in 2-3 Minuten trocknet, dann ist das besser wirksam. Also ich mache das hauptsächlich um die Augen. Ich gebe dann einfach ein bisschen was hier so ein, sagen wir so einen halben Pumpstoß, und dreiviertel Pumpstoß hier rauf, nehme den Pinsel und gebe das über die Augen, mache das trocken und dann kann man drüber schminken. Und man sieht das richtig, also das, die Haut macht und die Falten sind weg. Das ist echt genial. Und wenn man sich dann komplett schminkt, die Schminke hält den ganzen Tag. Also auch der Lidschatten, der geht nicht irgendwie in eine Falte rein. Also ganz eine tolle Geschichte. Und wenn man das nicht gewohnt ist, ja, dann will man es das gar nicht mehr missen. Was ist drin in dem Ganzen? Also 7-fach Multipeptidenkomplex, Hyaluronsäure, also das bindet ja auch die Feuchtigkeit. Dann sind Naturextrakte drin, wie Aloe, Granatapfel, grüner Tee, Acai-Extrakt, Ginkgo Biloba. Das regeneriert die Haut und erhöht dann auch den Sauerstoffgehalt und wirkt dann gegen freien Radikale. Ja, und der spezielle Liposomenkomplex, der sorgt eben, dass diese Wirkstoffe dann auch tiefer dringen und dass die Bioverfügbarkeit dann höher ist. Und ich sage, zu diesem Preis, also da, das ist echt Hammer. Und es sind ungefähr, ich sage, 80 Pumpstöße drin. Also ich lang mit dem ewig. Und gut, ich nehme nicht 3-4 Pumpstöße am Tag, kommt immer drauf an, sondern ich sage mal so einen halben bis einen ungefähr, wenn ich es um die Augen mache. Oder halt dann diesen frischen Kick. Ja, Sie sehen dann hier, das gibt es also komplett mit dem kleinen, schönen Seidensäckchen, diesen Pinsel dazu, dann diesen Fächer, das ist eine ganz tolle Geschichte, kann man einzeln bestellen oder dann auch als Komplettset. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Creme, die habe ich mir bestellt und ich wusste gar nicht, was da drin ist. Ich habe es einfach nur ausprobiert. Und wie ich es dann ausprobiert habe, habe ich gedacht, Hammer. Also ich habe das sofort gefühlt. Und jetzt schon mal ein Tipp von mir. Ihnen bringt nichts, wenn Sie die ganzen Inhaltsstoffe auswendig lernen, wenn Sie die dem Kunden sagen. Sondern verkaufen tut man mit Emotionen, mit Gefühlen. Das ist weich, das ist elastisch, die Haut ist straff, das ist ein angenehmes Hautgefühl. Lassen Sie Ihre Kunden einfach ausprobieren. Natürlich, ich erkläre Ihnen heute ein paar Inhaltsstoffe. Für uns ist es wichtig, dass man es mal weiß, warum ist das Ganze so. Aber für den Kunden ist es nicht wichtig. Der Kunde muss wissen, das ist eine tolle Geschichte. So, jetzt wenn aber Sie es nicht ausprobieren, dann können Sie gar nicht so richtig dahinter stehen. Und drum jetzt ein Appell an Sie. Sie sollen wirklich alle Produkte auch selber an sich selber testen, sie selber ausprobieren, selber benutzen, denn dann wirkt man authentisch. Denn wenn sie es selber nicht benutzen, dann können sie ja gar nicht drüber reden. Also das ist schon die beste Produktschulung überhaupt. Und bei mir ging es bei der Creme so. Gold Infusion, ich habe da überhaupt nicht gewusst, was. Das ist vorgestellt worden auf einem Seminar. Ach, ich bestelle mir es jetzt mit und habe es ausprobiert. Und meine Schwester hat es auch gleich ausprobiert und die hat gleich gesagt, boah, ist die gut. Ja, und die ist auch super. Und es ist eine Creme für Tag und für Nacht. So, wie kann das sein? Eine Creme für Mann und Frau, also eine Unisex-Creme, für alle Hauttypen und für Tag und für Nacht. Also ich habe mir das vorher nicht vorstellen können, weil ich immer Tagescreme und Nachtcreme habe. Und die Herren haben da wieder eine andere Serie, aber das ist für alles. Warum ist das so? Weil da eine riesige Wirkstoffvielfalt dahinter steht. Und das erkläre ich Ihnen jetzt. Und das ist dann auch die Wirkstoffdichte. Und Sie werden es jetzt sehen, wenn Sie, also was da jetzt alles drin ist, das ist unglaublich. Und diese Creme für 29,90, die müsste das Doppelte und das Dreifache kosten. Und das würde die auch kosten im normalen Handel.
Also Gold Infused Collagen Cream Concentrate. Und ist auch eine ganz tolle Aufmachung. Also als erster Wirkstoff 24 Karat kollodiales Gold. Stärkt das Bindegewebe, bindet Feuchtigkeit, unterstützt Regeneration, schützt vor freien Radikalen und stimuliert Bildung von Schutzenzymen. Da schauen Sie mir rein unter Fragen, Antworten. Ich glaube, da sind zwei Seiten drin, wo beschrieben wird, also in unserem Downloadbereich, für was ist denn eigentlich dieses kollodiale Gold? Dann auch in Verbindung mit dem marinen Kollagen. Also das ist ein ganz toller Lifting-Effekt, Straffungseffekt für Elastizität. Man ist einfach glatter. Und wenn wir überlegen, wir haben ja hauteigenes Kollagen. Bloß dieses hauteigene Kollagen nimmt ja dann im Alter von 25 Jahren schon ab. Das ist das Problem. Haben Sie das gewusst? Da geht es eigentlich wieder rückwärts. Also ist es doch besser, man nimmt dann da schon Kollagen, man führt hier schon Kollagen zu, um das zu stoppen und das auch wieder zurückzurudern. Und ich sage, dieses 24 Karat Gold und marine Kollagen, selbst diese zwei Wirkstoffe sind schon genial. Dann kommt dazu Stammzellen der edlen Weinrebe. Da habe ich mir dann auch notiert, steht also auch im Internet, also ich habe auch nicht alles auswendig gelernt. Wir haben ja hauteigene Stammzellen und die können durch diese Stammzellen wieder aktiviert werden. Und es ist dann eine nachhaltige Regeneration. Dann ist drin natürlich Hyaluronsäure, kennt jeder, dass es einfach die Feuchtigkeit da ist, verleiht mir Spannkraft, glättet die Fältchen. Natürlich ist Hyaluronsäure mit dabei. Dann auch Weinblattextrakt. Stärkt dann das Bindegewebe, festigt auch nachhaltig, also Sie sehen, welche Wirkstoffe da so drin sind, das ist ja phänomenal. Weizenkeimextrakte stärkt auch wieder den Säureschutzmantel und ist auch für die Geschmeidigkeit und Regeneration. Also Sie sehen, das ist irgendwo Schutz da für den Tag und Regeneration für die Nacht. Traubenkernöl, ja, Traubenkernextrakt ist ja ein ganz starkes Antioxidant, also auch von innen. Hier schützt es natürlich von außen vor freien Radikalen und unterstützt die Tiefenregeneration. Ja, und wir haben dann unsere Strahlkraft. Vitamin E fördert natürlich die Zellneubildung, wieder von außen, schützt vor freien Radikalen, das ist auch mit drin. Vitamin C ist natürlich auch wieder der Schutz, sehr, sehr wichtig, also Schutz und Regeneration, stärkt effektiv das Bindegewebe und schützt vor freien Radikalen. Ja, und das ist eben eine Gold-Infused Collagen Cream Konzentrat für jedermann. Also das ist das Gesicht der Jugend, das ist unglaublich. Ich muss jetzt gerade noch mal schauen, was denn alles drin ist. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja, gehen wir weiter. Ich hoffe, ich muss jetzt gerade mal schauen, ob ich hier ein bisschen in der Zeit bin. Okay. Rescue Spray. Also normalerweise gehört es in den Aloe-Bereich rein, bloß ich nehme es jetzt im ersten Teil schon rein, eher in Kosmetik oder für das Hautbild. Sie kennen ja die Aloe Vera, ich habe jetzt heute von mir wieder mal eine ein bisschen abgeschnitten. Ich habe eine so Aloe-Plantage, die schaut jetzt von, Moment, hier ist die Kamera, schaut jetzt von innen aus. Und Sie sehen, da ist es braun. Warum ist es so? Die Aloe Vera, man kann ja auch die Pflanze benutzen, die kann man abschneiden und dann auch bei Verletzungen benutzen. Mache ich auch oft, wenn ich nichts anderes zur Hand habe. Aber so eine Pflanze habe ich ja nicht in der Handtasche, auch klar. Und Sie sehen hier das Braune. Warum ist das so? Die Aloe Vera heilt sich selber. Also die blutet nicht aus, die verschließt sich selber. Und genauso kann die Aloe Vera die Haut 4 bis 5 Mal schneller heilen, so heilt es auch die Haut. Also das ist ja unglaublich, was die Aloe für Wirkstoff ist für die Haut. Und hier in unserem Rescue Spray haben wir auch die Bio-Aloe Vera und Sie können selber jetzt lesen, was da alles mit drin ist. Ich lese das jetzt nicht alles vor und ich kenne Aloe Vera Spray von früher her noch. Und war das schon genial. Aber hier diese Verbindung mit Ektuin, das ist der Hammer. Ektuin, ich gehe mal kurz weiter, das ist das natürliche Stressmolekül.
Jetzt gehe ich nochmal zurück, dann können Sie damit das andere noch durchlesen. Was ist Actuin? Kann man auch googeln oder es ist auch in YouTube ein Film. Actuin wird teilweise auch im medizinischen Bereich benutzt, also auch bei Nasensprays zum Beispiel. Und Actuin ist ein Stoff, man muss sich vorstellen, in den schlimmsten Gebieten, in Wüsten oder Salzmeeren, sind Mikroorganismen. Und diese Mikroorganismen wollen dort überleben. Und normalerweise ist dort nichts lebensfähig, weil es so schlimme Gebiete sind. Dann bilden diese Mikroorganismen einen Stoff. Und dieser Stoff heißt Actuin. Und der ist erst ein paar Jahre auf dem Markt und ist hier bei Fairway in unserem Spray mit eingearbeitet. Und es ist dann nochmal ein extremer Schutz. Also erstmal die Heilung und dann auch ein Schutz. Und wir haben da so gute Erfahrungen, gerade jetzt auch bei Kindern, bei Neurodermitis, bei Schuppenflechte. Und wenn wir mal beginnen, für was kann man das alles benutzen? Also am besten wirklich immer dabei haben, in der Handtasche haben. Es geht los hier schon mal am Kopfhaut. Wenn man juckende Stellen hat, wenn man Schuppenflechte hat, Schuppen, Kopfhaut jucken, trockene Kopfhaut. Man kann es schon, dann geht es weiter im Gesicht. Ich benutze das als Gesichtswasser. Man kann das auch einfach im Sommer mal ab und zu mal sprühen, einfach aufs Gesicht sprühen als Erfrischung. Man kann es zum Abschminken benutzen. Bei Ohrenschmerzen kann man das in die Ohren reinträufeln, einfach einen Wattebausch und dann ein bisschen ansaugen und dann hier in die Ohren als Ohrentropfen, als Nasenspray. Bei Halsschmerzen, es schmeckt zwar furchtbar kreislich, sagen wir in Bayern, aber es hilft. Also mir hat es geholfen bei Entzündungen. Dann für den kompletten Körper, gerade jetzt im Urlaub, wenn wir waren, statt der Bodylotion einfach das drauf für Pflege einfach komplett einsprühen oder auch unter der Bodylotion oder dann beim Händewaschen, wenn man das am Waschbecken stehen und einfach immer die Hände reiben, das gibt dann die Feuchtigkeit. Gerade wenn die Ellbogen recht rau sind, für Stinkefüße. Also das ist ein Ding für alles. Also das ist ein richtiger Blockbuster. Also das ist ein Spray für alles, also für alle Notfälle. Sollte in keiner Handtasche fehlen und das ist wirklich überall dabei sein, wenn Sie ja wegfahren, weil irgendwann kommt wieder so, dass man das einfach braucht. Bei jeder Verletzung, bei jeder Verbrennung, bei Insektenstichen, bei Sonnenbrand oder einfach bei Verbrennungen einfach raufgeben, bei offenen Beinen. Was auch super ist, ist im Pflegebereich, Altenpflege, die Erfahrung haben wir selber gemacht. Und zwar, wenn jemand bettlägerig ist, immer wieder einsprühen damit. Also ich habe selber meine Mutter 6 Jahre lang gepflegt, bis dieses Jahr im Januar. Sie ist die letzten 4 Monate voll bettlägerig gewesen, das heißt, sie hat sich gar nicht mehr bewegen können. Und der Pflegedienst hat sie täglich 1-2 Mal eingesprüht oder ich habe sie eingesprüht, gerade am Rücken auf diesen Stellen, wo sie drauf liegt. Und Sie wissen ja das, oder manche wissen ja das, dass das Wundliegen und diese Wunden sehr, sehr schlimm sein und sehr schmerzhaft sein können. Und die Leute vom Pflegedienst, die haben gesagt, sie haben sowas noch nie gesehen. Kein Fleckchen, also sie hat sich nicht mehr bewegen können, kein Fleckchen, dass da irgendwie ein rotes Fleckchen war, wo sie sich wundgelegen hätte und das innerhalb 4 Monate. Und das auch dank Aloe Drinking Gel, sie hat seit 2002, nehmen sie Aloe, einfach wieder zur Zellerneuerung, das ist ja auch gut für die Haut und dieses Spray. Also das Rescue-Spray ist einfach genial. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt. Gehen wir weiter. Jetzt sind wir schon im Nahrungsergänzungsbereich. Und zwar unser All-in-One. Es hat vorher Fitterone geheißen. Wir mussten das Ganze aus rechtlichen Gründen umtaufen. Wir haben jetzt auch eine nettere Verpackung, also mit dem ist ein bisschen bunter, ein bisschen ansprechender. Also es ist das Gleiche drin. Es wurde nur auch aus rechtlichen Gründen umbenannt. Also das ist ein Power-Paket mit Vitaminen, mit Mineralien. 20 verschiedene Obst- und Gemüseextrakte, Meeresalgenextrakte. Dann sind Ballaststoffe mit drin. Omega-3, Omega-6, Omega-7, Omega-9, rein pflanzlich. Wird gewonnen aus Sanddorn.
Es ist Kolostrum mit drin. Viele kennen ja Kolostrum. Das ist die Erstmilch der Kuh. Also das ist tierisch, ist auch hochwirksam. Und das ist hier mit eingearbeitet. Das ist sogenannte Bistmilch. Und das ist die Milch der ersten 12 Stunden, die sehr, sehr wirksam ist, auch bei Autoimmunerkrankungen oder kann wirksam sein. Ja, habe ich mir ja schon selber auch jetzt ertappt. Wir dürfen keine Heilaussagen treffen, das muss ich jetzt hier gleich. Also wir dürfen sagen, wir haben Erfahrungen damit oder ja, es kann begleitend sein, aber bitte nicht hilft da und es hilft da. Das dürfen wir nicht, sonst bekommen wir da Schwierigkeiten. Ja, All-in-One ist ohne künstliche Farbstoffe und ohne Aromen, ist natürlich gesüßt mit Stevia, hat eine sehr hohe Bioverfügbarkeit, ist auch perfekt für Kinder und es sind 28 Tagesrationen drin. Also ich habe das hier jetzt mal, das ist so ein Löffel, der ist mit dabei. Und so ein Löffel ist eine Tagesration. Sie können das nehmen, einfach auflösen in 250 Milliliter Wasser. Und dann einfach dann nach dem Frühstück trinken. Vor dem Frühstück nehmen wir ja alle Detox. Und dann eben hier, dann das nach dem Frühstück. Also dadurch, dass Ballaststoffe drin sind, reagiert natürlich auch jeder etwas anders. Also mir bekommt es besser. Ich nehme mein Wasser immer mit oder ich stelle mir mein Wasser auch, wenn ich daheim bin, dann in die Küche oder dem ins Büro. Also ich mische mir immer so ein Dreiviertel Liter meine Wasserflasche, mein Leitungswasser und gebe so eine Tagesration mit rein. Denn dann ist es für mich besser bekömmlich. Durch die Ballaststoffe kann das Ganze nämlich auch ein bisschen flotter mal sein, je nachdem, wie man sich eben ernährt. Das muss jeder selber rausbringen oder rausfinden. Also, Sie können es auf einmal nehmen, 200, 250 Milliliter, oder dann auch besser verdünnen. Also, doch so mag's ich. Wir waren in Augsburg und so habe ich das dann auch im Probierstand ausgeschenkt. Da habe ich also 1 Liter Wasserflasche dabei gehabt und habe 2 so Löffel drin gehabt und es hat wunderbar geschmeckt. Also es schmeckt halt ein bisschen nicht so süß, aber einfach so zwischendrin über den Tag verteilt kann man das trinken. Ja, und das ist natürlich Power pur. Ich empfehle das einfach so bis Mittag, frühen Nachmittag. Am Abend würde ich das nicht mehr unbedingt empfehlen, weil das nämlich schon richtig Power gibt. Nicht, dass man dann irgendwie Schlafprobleme bekommt. Also da möchte man dann nicht verantwortlich sein. Manche sagen, okay, sie nehmen es auch abends, sie vertragen es sehr, sehr gut. Muss jeder für sich rausfinden, jeder hat einen anderen Körper und jeder empfindet das auch anders. Okay. Gut, all in one, was müssen wir noch? Habe ich, glaube ich, auch alles gesagt. Also das ist echt mega. Auch meine Kinder schwören drauf. Und natürlich auch für Sportler ist es super. Gerade mit kurz vorm Fitnessstudio, dann hat man nämlich so richtig Power. Aloe Vera. Am liebsten möchte ich jetzt fragen, wer nimmt denn schon Aloe Vera? Ja, Sie sehen hier die Plantage. Fairway hat die größte Aloe Vera Bio-Plantage gekauft in Andalusien. Und die Aloe wird dort direkt auf der Plantage verwertet, wird auch direkt bei der Plantage gepresst. Und wir haben als hier auch unser Zertifikat, unser Bio-Zertifikat können Sie auch downloaden, ist im Download-Bereich mit drin. Und da möchte ich gleich mal was dazu sagen. Bio. Wenn wir jetzt mal zurückgehen im normalen Leben, wenn ich mir jetzt so einen Bio-Apfel oder Bio-Obst kaufe oder jetzt so einen Apfel vom Baum nehme und ich kaufe einen im Supermarkt, so, was hält länger? Oder Salat. Ich gehe raus in meinen Garten, pflücke einen Salat, bringe ihn rein und lasse ihn 2, 3 Tage liegen. Und ich kaufe den im Supermarkt, der behandelt ist. Was hält länger? Natürlich der im Supermarkt. Ist alles teilweise Gamma bestrahlt, ist es teilweise vergast, ist alles behandelt. Das hält natürlich länger. Wir haben rein Bio. Also wenn Sie Aloe Vera, das Aloe Vera Gel
oder dann auch die reine Aloe Vera, die Aloe Vera Würfel, die wir wieder bekommen, die müssen, wenn es offen sind, in den Kühlschrank. Es ist ein reines Gemüse. Das kann natürlich schon sein, dass das Gemüsesaft kippt natürlich schneller um. Jetzt, wenn das ja natürlich Bio ist, kippt es natürlich auch schneller um, als was, wo natürlich Konservierungsstoffe, viele Konservierungsstoffe drin sind. Also wir haben auch früher ein Aloe gehabt, das lange, lange haltbar war, auch im Kühlschrank. Und unseres muss man zügiger aufbrauchen, weil es Bio ist, weil eben das so naturbelassen wie möglich ist. Ist ja irgendwo verständlich. Also das möchte ich einfach jetzt hier mal sagen. Es hat eine sehr, sehr hohe Bioverfügbarkeit und diese Erfahrung haben wir gemacht. Wir bekommen diese Bio-Aloe Vera Würfel wieder neu, sind ja momentan nicht lieferbar. Und am 13. Oktober sind wir ja alle in Würzburg. Und da wird es dann neu vorgestellt. Und darum möchte ich jetzt da gar nicht mehr so viel drüber sagen, weil momentan, wie gesagt, ist ja dann ab 13. Oktober erst wieder lieferbar. Dann auch neu wieder ab Würzburg unser Aloe Vera Frischblatt. Lassen Sie sich da überraschen. Wir hatten ja damals auch Probleme, wenn man Frischblatt verschickt, dass es teilweise ja dann angestoßen war, dass es nicht so schön ausgeschaut hat. Ferre hat sich da was ganz was Tolles einfallen lassen. Lassen Sie sich da überraschen. Also das ist das wird genial. Und für was das Frischblatt dann auch alles ist, das werden wir dann auch in Würzburg erfahren. Ja, es gibt nach wie vor im Shop unser Kochbuch, das dann wieder sehr aktuell sein wird, von unserem Gérard Vespizé, unserem Sternekoch. Und gut, Aloe Vera, jetzt kommen wir zum Gel, unser Stoffwechselaktivator. Jetzt muss ich mal schauen, was das nächste ist. Genau, ich lasse jetzt diese Folie mal stehen. Ich lese es jetzt nicht vor. Ich werde das mit meinen eigenen Worten jetzt mal beschreiben. Also wir nehmen jetzt seit 2002 Aloe und wir haben Hammererfahrungen. Ich erkläre dann im Anschluss Detox. Mit Detox, das überbietet ja noch alles. Aber wir haben mit Aloe schon so tolle Erfahrungen. Und Aloe Vera gehört seit 2002 zu uns, zu unserem Leben mit dazu. Das ist unser Lebensmittel. Jetzt schauen Sie doch anschließend mal in Ihren Kühlschrank. Was haben wir da teilweise an Lebensmitteln drin? Lebensmittel sind unbehandelte Dinge, Obst, Gemüse, wo eben dann keine Konservierungsstoffe, kein Glutamat, keine Geschmacksverstärker. Was essen wir denn alles? Man sollte so naturbelassen wie möglich essen. Und was machen wir? Alles ist behandelt. Also achten Sie bitte darauf auch, wo kommt das Ganze her? Wo kommen Ihre Lebensmittel her? Ist es behandelt oder ist es noch Natur? Ich bin nicht unbedingt jetzt ein Verfechter unbedingt von Bio, sondern auch von regionale Ware. Ich komme aus dem Land. Und da kann man auch noch regionale Ware beziehen. Achten Sie bitte auf die Ernährung. Ich spreche jetzt über Nahrungsergänzung. Aber das Ganze muss rund sein. Die Ernährung muss passen. Ja? Man sollte ausreichend trinken. Bewegung muss passen und der Kopf muss passen. Sie haben 70 Billionen Zellen. Diese 70 Billionen Zellen müssen jede Sekunde mit Sauerstoff und Nährstoffe versorgt werden. Ist das nicht der Fall, dann stirben die Zellen ab und sie werden krank. Und ihre 70 Billionen Zellen sollen auch mit guten Gedanken und positiven Gedanken erfüllt werden. Also Dankbarkeit ist wichtig und auch die positiven Gedanken. Da können Sie nämlich Ihren Körper auch sehr, sehr viel kaputt machen durch Ihr Denken. Ja, und jetzt, also wie gesagt, Ernährung ist wichtig. Ich mache so Gesundheitsvorträge und da gehe ich immer intensiver auch rein. Was ist wichtig für den Körper auch in der Ernährung? Und Aloe Vera ist ein Mittel zum Leben. Ein Lebensmittel. Diese Aloe Vera wird nur das wappelige Gel, was innen drin ist, wo habe ich denn mein Blatt? Genau. Nur das wappelige Gel wird verwendet, sondern diese Haut, da ist Aloin drin, das wird alles entfernt. Nur das wappelige Gel wird dann weiterverwendet, dann eben in unserem Aloe Vera Saft. Die Aloe Vera hat über 200 verschiedene Vitalstoffe, Vitamine, Enzyme, Aminosäuren, die so wichtig sind. Ein Stoff, der heißt Acimanan. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nur auf das ein.
Viele haben ja auch schon Bücher zu Hause vom Herrn Peusser. Also ich habe sehr, sehr viele Vorträge auch vom Herrn Peusser schon gehört und ich kenne auch jedes seiner Bücher und das ist das beste Buch, Kapillaren bestimmen unser Schicksal. Sie sehen dann hinterher dann auch ein Bild mal, so ein Querschnitt von ihrem, ja, Teil von ihrem Körper. Und sie bestehen ja auch aus, sagen wir, Bindegewebe, Lymphe, Kapillargefäße. Ja? Das sind die kleinsten Kapillargefäße, auch Adern und Venen. Aber die Kapillargefäße, das sind die kleinsten Gefäße, die sie haben. Die sind zig dünner nochmal wie ihr Haar. Und diese Kapillargefäße, da haben sie ca. 150.000 an Kilometer an Kleinstkapillargefäße. Und hier sehen Sie mal so einen Querschnitt. Ja, ich habe das nicht jetzt im PowerPoint, ich habe das jetzt im Buch und das Buch habe ich ja immer dabei. Und das ist jetzt bei mir live, wie ich das auch dem Kunden zeige. Sie sehen hier den Querschnitt von diesen Kapillargefäßen und das ist jetzt so ein gesundes Kapillargefäß. Und hier sehen Sie es, das sind die roten Blutkörperchen. Das ist ein Kapillargefäß, das nicht so in Ordnung ist. Und diese Kapillargefäße haben hier einen Schwellkörper. So. Und durch verschiedene Umstände im Leben, auch Stress und Ärger, können nämlich das Ganze anschwellen, der Innendurchmesser wird kleiner und das Blut kann nicht mehr so zirkulieren, der Körper wird nicht mehr so versorgt, die Zellen werden nicht mehr so versorgt, auch nicht mehr so mit Sauerstoff versorgt. Und was passiert dann? Der Körper wird krank. So, und Aloe Vera hat eins. Kein Chemielabor der Welt könnte das so zusammenstellen, was diese Kaiserin der Heilpflanzen hat. Ja? Und auch mit dem Acemanan, was da drin ist, das wirkt dann auch auf die Kapillargefäße, bringt es wieder auf Normalzustand und der Körper funktioniert wieder. Und das ist das Geheimnis der Aloe Vera. Und aus dem Grund gehört nach wie vor Aloe Vera zu meinem Leben mit dazu. Ich nehme täglich Detox, seit es gibt. Aber ich nehme Aloe Vera mit dazu, weil es so viele wertvolle Inhaltsstoffe drin sind, die einfach meine Zellen versorgen. Gut, das mal zu Aloe. Sie sehen jetzt hier unser Aloe Vera Saft. Also darf ich Ihnen auch schon eins verraten. Wir bekommen ein bisschen attraktivere Flasche, Verpackung, so. Aber da ist jetzt nicht nur Bio-Aloe Vera, 100% Bio-Aloe Vera drin, sondern es ist jetzt dann noch Zusatzstoffe drin. Und das ist, gibt nochmal erst recht den Power. Es ist drin die Acai-Beere, die enthält noch Ballaststoffe, also das ist eine richtige Power-Beere. Omega-3 ist dann noch mit drin, gegen diesen, den Entzündungen. Dann ist auch das Beta-Sisosterol drin, also gut für den Cholesterinspiegel und bringt das alles wieder ins Gleichgewicht und auch Prostata, dann sind auch Mineralien mit drin, B-Vitamine, dann nochmal Antioxidantien zum Schutz, diese Polyphenole um die Acai-Beere und dann noch Calcium. Als weiteres ist dann noch drin die Agave und die Agave wurde schon von den Azteken als Nahrungsmittel und Heilpflanze verwendet. Sehen Sie, das ist Nahrungsmittel. Mittel zur Nahrung. Und auch die Agave hat die Inhaltsstoffe, die antibakteriell und entzündungshemmend sind, auch Blutzucker senkend, Knochenstärken, schweißtreibend, schmerzlindernd und gewichtsreduzierend. Wir haben schon viele Leute gehabt, die einfach durch Einnahme von Detox, Aloe und so weiter schon an Gewicht abgenommen haben, weil der Stoffwechsel aktiviert wird. Ja, das mal zur Aloe. Und jetzt kommen wir zu Detox. Ich habe jetzt nur ungefähr 20 Minuten Zeit und da möchte ich Ihnen jetzt unseren Blockbuster in die Nähe bringen, unser Detox. Wir haben ja hier in Bayern ja einen Vorteil, es ist ein regionales Produkt. Herr Schmidt, Alexander Schmidt, kommt ja aus Roding, er ist Mitentwickler von Fairway Detox, ist ein Heilpraktiker und Osteopath und viele haben mir ja auch jetzt in Augsburg schon erlebt. Da hat er also auch diesen Vortrag gehalten. Ich habe also das ist ein Teil seines Vortrags, diese Folien, bloß ich bin kein Alex Schmidt. Ich bin kein Heilpraktiker und ich habe das auch nicht mitentwickelt. Also ich gebe Ihnen das so rüber, auch mit meinen Worten, wie man das auch einfach rüberbringt. Ja? Also Fairway Detox ist erstens mal zellerneuernd mit lebensaufbauender Energie, hexagonal strukturiert und mineralreich. Und Virus inaktivierend und pH-stabil. So,
Was macht uns denn krank? Einmal die Übersäuerung und die freien Radikale und die in Anführungsstrichen moderne Lebens- und Ernährungsweise, die immer mehr zunimmt, und das Fastfood. Viele kochen ja gar nicht mehr. Man weiß ja dann gar nicht mehr, was da drin ist. Also Übersäuerung, dann die sogenannten antibiotikaresistenten Keime, MRSA. Man muss ja schon Angst haben, wenn man ins Krankenhaus kommt. Darum sage ich, nehmt vorher schon Detox und nicht erst später, sondern bevor man ins Krankenhaus kommt, dass man schon da geschützt ist. Und dann auch die ganzen externen Giftstoffe, Biozide, Fluoride, Sie können das selber lesen. Dann, was alles in der Ernährung, Kosmetik, Kleidung und allem Körper gelangen. Auch Aluminium, da möchte ich eins sagen, lassen Sie bitte die Alufolie weg. Also wie viel das Alufolie im Lebensmittelbereich eingesetzt wird, das ist unglaublich. Also es gibt schon manche Metzger, die die Leberkässemmel bei uns in Bayern erst in der Serviette und dann in der Alufolie wickeln. Aber wenn sie es sofort in Alufolie machen, dieses Alu legt sich ja irgendwo fest und das gelangt in den Körper, kann immer abgebaut werden und dann ins Gehirn. Es gibt zum Beispiel also auch eine Broschüre von Herrn Preußer über Alzheimer, wo er ganz klar schreibt, also das ist das Aluminiumzeitalter. Aluminium ist ja überall drin, das ist das Problem. Also, und lassen Sie zumindest, wo Sie das steuern können, Alu weg. Ferber Detox baut auf drei Säulen. Einmal die Entsäuerung des Körpers, die Entgiftung des Organismus und die Erneuerung der Körperzellen. Und hier sehen Sie mal so einen Querschnitt. Das sind die Lymphen, Sie sehen die Kapillargefäße. Sie sehen auch hier dieses Bindegewebe. Die Schlacken sollten abtransportiert werden, die Zellen sollten versorgt werden. Aber in dem Bindegewebe lagert sich ja alles ein. Das ist wie eine Mülldeponie. Sämtliche Gifte, Schlacken, alles, was der Körper nicht mehr abbauen kann, wenn die Zellen nicht mehr richtig arbeiten. Ich zeige Ihnen dann eine Folie vom Herrn Schmid, der das erklärt mit Plus- und Minusgeladen. Aber hier an dieser Stelle möchte ich Ihnen mal ein einfaches Beispiel nennen, wie es jeder versteht. Beispiel, ein Ofen. Ein Holzofen. Was braucht man, dass ein Ofen Wärme und Energie gibt? Man braucht erstens mal Holz, man braucht Feuer, man braucht Sauerstoff. So, das Holz verbrennt, es gibt Energie, es gibt Wärme und was haben wir für ein Abfallprodukt? Asche. So, es brennt und brennt und brennt, der Aschenkasten ist zu und wird nicht geleert. Was passiert dann? Er verstopft und brennt nicht mehr. Jetzt gehen wir zu ihrem Körper. Sie vergiften ihren Körper. Man ernährt sich ungesund, man trinkt zu wenig Wasser, zu viel Cola und Kaffee und Alkohol und. Sie sehen hinterher noch eine Liste. Was passiert? Die Gifte können gar nicht mehr abtransportiert werden. Die legen sich dann irgendwo im Bindegewebe fest und das sieht man. Der Kollege hat von mir einmal gesagt, gehst du mal in die Sauna, dann siehst du, wie Gott den Menschen geschaffen hat und wie McDonald's ihn formte. Also man sieht das, diese Mülldeponie. Ist ja irgendwo logisch, dass diese Zellen, ihre 70 Billionen Zellen können dann gar nicht mehr richtig versorgt werden, weil das Ganze verstopft. Also müssen sie ihren Körper erstmal befreien. Ja? Befreien von den ganzen Giften, Schlacken und von den Säuren. Denn 90% der Menschheit ist übersäuert. Ja, Unterschied einer gesunden und einer übersäuerten Zelle. Das ist jetzt die Folie von Herrn Schmidt wieder. Sie sehen jetzt hier eine Zelle, die gesund ist. Und hier sehen Sie Zellen, die übersäuert sind. Das ist jetzt die Zelle, die ist minus geladen. Und hier sehen Sie die Zellwände. So, und außen sind dann diese Mineralien, Kalium, Natrium, Magnesium, Calcium, die in die Zelle, die von der Zelle aufgenommen werden. Dadurch sind die plus geladen, die Zelle ist minus geladen und automatisch funktioniert das. Die Zelle nimmt die Mineralien auf und gibt Energie. Die überzeugte Zelle, wie Sie es hier sehen, ja, die verstopft ist, die macht dicht, die ist plus geladen. Und hier, das ist auch plus geladen. Also macht das Ganze dicht, da kann nichts mehr eindringen. Das führt so zum Mineralstoffmangel. Und was übersäuert unseren Körper und zerstört die hexagonelle Struktur unserer Körperflüssigkeiten? Sie sehen hier jetzt die Liste. Tierisches Eiweiß, wie Fleisch, Wurst, Fisch,
Eier, Milch, Milchprodukte ist auch sehr, sehr umstritten. Gerade jetzt Milch verklebt Ihnen alles. Geben Sie mal ein bisschen Milch auf eine Untertasse, stellen Sie die Tasse drauf und lassen Sie es stehen. Was passiert? Über Nacht? Die Tasse klebt fest. Da sind Klebstoffe drin. Sojaprodukte, auch sehr umstritten. Teig und Backwaren, Süßspeisen, kohlensäurehaltiges Mineralwasser. Ich verstehe nicht, wieso da mal gutes Wasser nimmt und dann Säure dazu gibt. Softdrinks, Cola, Fanta, Kaffee, zu viel Alkohol, Nikotin, synthetisches, Sie können selber lesen, Zahngifte, Toxine, übertriebener Sport, aber auch mangelnde Bewegung. Es soll alles seinen Ausgleich haben. Und Stress, Ängste, Sorgen, das übersäuert uns auch. Das glaubt man gar nicht, was das mit unserem Körper macht. Kann man ja auch messen, dann das Cortisolgehalt, das ist alles messbar. Und negative Gedanken. Also polen Sie Ihre Gedanken morgens schon, Ihre Zellen morgens schon mit Ihren Gedanken positiv. Elektrosmog und Strahlenbelastungen. Auch hier können Sie was entgegenwirken. Was hat ein Handy oder Fernseher im Schlafzimmer zu tun? Achten Sie mal ein bisschen drauf. Das ist Ihre Lebensqualität. So, und was das sind dann die Folgen von Übersäuerung? Krebs, Rheuma, Arthrose, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen und. Zellulite, Sie können selber lesen. Bluthochdruck ist Thema Übersäuerung. Und hier sehen Sie, hier ist man sauer und hier ist man basisch, den pH-Gehalt. Und wie, was macht die Schulmedizin mit diesen Krankheiten? Medikamente. Und beheben die Medikamente die Ursache? Nein, gehen Sie doch mal an die Ursache ran. Entsäuern Sie einfach, befreien Sie Ihren Körper von den Säuren und Giften. Denn das ist die Ursache von diesen Krankheiten. Folgen eines übersäuerten Körpers: Die Nervenenden reagieren empfindlich auf den Spannungswechsel und es kommt zu einem gesteigerten Schmerzempfinden im sauren Milieu. Und das ist der Zusammenhang von Übersäuerung und auch chronischen Schmerzpatienten. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehen darf: Das sind also diese Lebensmittel, die Sie zu sich nehmen. Und hier haben wir diese Krankheiten, die entstehen durch die Säuren. Jetzt will ich das mal mit meinen Worten nochmal erklären, was auch Übersäuerung bedeutet. Der Körper ist übersäuert und der Körper braucht Mineralien, um in den basischen Bereich zu kommen. Bekommt er nicht die Mineralien von der Ernährung, Obst, Gemüse, also mineralstoffreiche Ernährung, und sind die Zellen blockiert, dass sie die Mineralien nicht mehr aufnehmen können, dann zieht er sich auch die Mineralien aus den Mineralstoffdepots. Haut, Haare, Fingernägel, Knorpel, Knochen. Osteoporose ist eine, ich sage, das ist die Folge von Entmineralisierung der Knochen. Arthrose ist die Folge von Entmineralisierung der Knorpel. Also, das ist an alles, weiß ich, der Körper das dann, der will sich ja selber helfen. Also geben Sie dem Körper die Mineralien von außen zu und befreien Sie ihn von den Giften. Ja, und Übersäuerung führt zu Therapieblockaden. Man geht zum Physiotherapeuten und versucht, dass man da was macht, aber immer wieder und es wird nicht besser. Die Katastrophe nimmt seinen Lauf. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Ich bin nämlich bloß noch 10 Minuten. Ich möchte hinterher noch ein paar Bilder zeigen. Also auch chronische Entzündungen, die zeigen selten nur die Krankheitszeichen und werden häufig nicht erkannt. Entzündungen erzeugen freie Radikale, diese schädigen unser Gewebe, was wiederum zu Entzündungen und somit ein Teufelskreis entsteht. Und das kommt durch die Fäulnis- und gärungsbildenden Darmbakterien. Und durch diese Fuselalkohole. Inhalt und Wirkungsweise von Fairway Detox. Fairway Detox besteht aus 12 unraffinierten Salzen aus verschiedenen Kontinenten. Besteht aus Gletscherwasser aus den Schweizer Alpen und Quellwasser aus dem Bayerischen Wald. Ist auch ein regionales Produkt. Sind 84 Spurenelemente und Mineralien enthalten, die der menschliche Körper eigentlich sowieso enthält. Und es ist diese Kombination von den verschiedenen Spurenelementen mit energiebeladenen Molekülen,
bringt den Körper in Balance, befreit den Körper von dem Giftstoff, löst die Giftstoffe und beschleunigt die Zellerneuerung. So, klar, Salz ist nicht gleich Salz. Also wir haben nicht irgendwelches raffiniertes, billiges Salz drin, sondern unraffinierte Salze. Also ich benutze auch nur unraffinierte Salze bei mir in der Küche. Ich kaufe nichts anderes mehr, nur das Himalaya-Salz. Also das schon seit Jahren, weil alles andere ist einfach alles behandelt. Und benutzen Sie Natur pur, das ist das Beste. Es ist Meersalz, Steinsalz und Siedesalz drin aus der Natursohle. Ja, keine Zelle des Körpers könnte ohne Salz existieren. Das Herz könnte nicht schlagen ohne Salz. Der Stoffwechsel, die Muskeltätigkeit, Verdauung. Nichts würde mehr funktionieren ohne Salz. Und deshalb haben wir nur edelste und bewusst ausgewählte Salze drin. Wasser ist nicht gleich Wasser. Wir haben Gletscher- und Quellwasser. Und das ist Wassermoleküle von Fairway Detox, sind frei von schadhaften Belastungen und wie Wasser in seiner reinsten Form sechseckig hexagonal angeordnet. Hexagonalwasser ist der Ursprung des Lebens. Es gibt nur noch, ich sage, diese Orte sind bekannt, die haben noch hexagonale Strukturen. Das ist einmal die heilige Quelle von Lourdes und die heilige Sansan-Quelle in Mekka. Die haben noch hexagonale Strukturen in hoher Konzentration. Sie können mehr über Übersäuerung lesen oder über das Thema auch Entsäuerung von Alex Schmidt in seinem Buch. Das bekommen Sie in unserem Shop. Und wir haben ja vorab gesagt, die Fairway Detox ist bei Übersäuerung positiv und auch bei antibiotikaresistenten Keime. Und das wird nun ein ganz, ganz großes Thema werden, denn weltweit sterben 700.000 Menschen pro Jahr an Infektionen durch multiresistente Keime. Schauen Sie mal in die Krankenhäuser, was da abgeht. Das ist unglaublich. Und die WHO rechnet, dass mehr an den multiresistenten Keimen sterben werden als an Krebs. Und Sie sehen also hier auch diese schlimmsten Killerkeime, und die WHO listet ja die auf, über kritisch, hoch und mittel. Und wir haben dieses Zertifikat. Fairway Detox wurde von 2 unabhängigen Prüflaboren getestet, dass die 12 gefährlichsten antibiotikaresistenten Erreger. Fairway Detox nachweislich, und wir haben dieses Zertifikat auch im Download-Bereich, um 99,99% eliminiert. Also nicht bloß entsäuert, sondern auch gegen Keime. Das ist unglaublich. Dann geht es weiter mit Schwermetalle. Wir sind ja immer mit Schwermetallen belästigt. Ist immer mehr in unserem Körper. Amalgam. Es gibt ja viele noch, die Amalgam drin haben. Seit 1994 ist es ja verboten, Frauen in gebärfähigen Alter und Kindern Amalgam reinzumachen. Und was ist mit den anderen? Das ist ein Abfallprodukt, das ist ein Sondermüll, und machen andere in die Zähne rein, was sich ja auch immer wieder dann ablagert im Körper. Die Schwermetalle, die werden verschluckt und eingeatmet, direkt über den Mundschleimhaut aufgenommen, über die Geruchsnerven und gelangt über den Zahnhalteapparat im Kiefern und wird abgespeichert in den Organen. Im Gehirn vor allem, Zentralnervensystem, ich sage mir Alzheimer, es wird immer schlimmer. Das hängt alles auch mit den Schwermetallen zusammen. Nieren, Herzmuskel, Darm, Bauchspeicheldrüse, Gebärmutter. Und das lähmt auch die körpereigene Entgiftung. Jetzt haben wir schon wieder so weit, dass der Körper sich nicht befreien kann von den Giften. Wir versuchen ja den Körper einfach zur Selbstheilung. Das ist das Ganze von unseren Produkten. Den Körper zu helfen, sich selber zu heilen. Denn unser Körper ist von Natur aus so ausgelegt. Und auch die Schwermetalle, Sie können es selber lesen, ist eine Beteiligung von vielen Krankheiten. Sie können es selber lesen. Wie bekommt man dann die Schwermetalle aus dem Körper? Bereits nach 6 Wochen Einnahme von Fairway Detox sind die Belastungswerte reduziert worden. Und ich habe dann an Herrn Alex Schmidt am Sonntag in Augsburg gefragt, weil mich das interessiert hat, wie man das auch messen kann. Und er hat gesagt, dann auch über die Bioresonanz kann man das Ganze messen. Also das machen die Heilpraktiker.
Und da werden auch die Schadstoffe werden auch ja, vermindert, werden abgebaut. Und hier sieht man jetzt noch mehr Ferre Detox, reguliert die Übersäuerung, die zelluläre Ladung und den Zellstoffwechsel. Es reduziert die Anzahl der organischen Schadstoffe wie Bakterien, Viren, Mykosen und freie Radikale, lässt chronische Entzündungsprozesse im Körper abklingen. Also ich habe Erfahrungen, wo ich habe einen Mann, der sehr, sehr schwer arbeiten muss, Steinmetz, der hat innerhalb am 16. Tag zwei Tennisarme, am 16. Tag war der schmerzfrei. Also wir haben Erfahrungen, das ist unglaublich. Und so schauen Sie am besten mal auf die Facebook-Seite, Erfahrungswerte, Erfahrungen bei Fairway Detox. Schauen Sie mal rein, da sind Filme drin, da sind Berichte drin. Also es ist unglaublich. Es ist ein wesentlicher Punkt, um chronische Erkrankungen gezielt bekämpfen zu können. Und hier sehen Sie mal, wie Fairway Detox in den Körper, wenn es in den Körper kommt, wie das Ganze wirkt. Sehen Sie es? Also das ist eine Animation auch von Herrn Schmidt, das ist ganz, ganz toll. Sie nehmen das am besten nüchtern, und zwar nach dem Zähneputzen am frühen Morgen. Also ich stehe morgens auf, putze mir die Zähne, dann nehme ich meinen Detox. Das ist 30 Milliliter, so ein Kapperl ist ja mit dabei, nehme ich ein und dann gehe ich wieder ins Bad, mache mich fertig und dann gibt es erst meinen Kaffee. Also erst nach ein paar Minuten, denn das kann dann im Körper, Sie sehen es hier, dann wirken die verunreinigten Zellen, die Vitamine und Mineralstoffe, das sind verunreinigte Zellen und hier werden dann die Zellen geöffnet. Und das ist die Wirkungsweise von Fairway Detox. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Also es schmeckt sehr chlorig und salzig. Also mein Mann hat ein Problem, das zu nehmen, weil er ein Problem hat mit dem Salz, ja? Weil es salzig schmeckt. Er kann es also im warmen Zustand nicht nehmen, denn man könnte es ja... Jetzt geht das nicht weg. Kleinen Moment. Ich habe es gleich. Mal das weg hier. Entschuldigung. Jetzt finde ich das oben nicht. Wie kann ich das jetzt zumachen? So. Bildschirm freigeben. Wie kriege ich das jetzt weg? Jetzt haben wir es. Da sieht man mal, was ich jetzt für aus aktueller Folie. Jetzt. Also, nochmal. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, mein Mann kann das warm nicht so nehmen. Und wir haben uns extra erkundigt, man kann das auch im Kühlschrank stellen. Viele stellen das neben dem, also neben die Zahnbürste, damit man sie auch nicht vergisst. Man kann es ins Bad stellen. Sie können es aber auch in den Kühlschrank stellen. Es sollte man nicht frieren, das ist auch klar. Dann kann man es nämlich auch besser trinken. Also mein Mann hat da kann es besser trinken. Die Erfahrungswerte zeigen, dass Fairway Detox ein Must-Have ist bei orthopädischen Krankheiten, rheumatischen Beschwerden, Arthritis, Arthrose, Gelenkmuskelschmerzen, die können selber lesen. Also auch bei Borreliose. Die Borrelien werden also auch abgebaut, also Leistungsschaden beim Sport, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen. Bei Morbus Crohn haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Mein Mann hat Morbus Crohn, der hat keinerlei Beschwerden, Entzündungen und Geschwüre im Körper. Ja, und die ersten 14 Tage der Entsäuerung und Entgiftung können natürlich Toxine freigesetzt werden. Und diese Toxine müssen abgebaut werden durch ihren Körper. Jetzt kann das natürlich zur Erstverschlimmerung kommen, aber das ist ganz normal. Diese Toxine müssen ja ausgeschwemmt werden, also auch bitte viel dazu trinken. Und es kann schon anfangs auch einmal zu Gliederschmerzen, zu Kopfschmerzen oder auch einmal zu Fieber kommen. Aber das ist positiv. Einfach weitermachen. Bei Borreliose-Erkrankungen kann das sogar 6 bis 10 Wochen dauern. Ja, warum schmeckt es chlorig und salzig? Das ist also auch der Mix der verschiedenen Salze, vor allem die freien Chloride. Es ist kein Chlor drin. Es ist also nicht mehr Chlor, sind die freien Chloride, die auch im Mineralwasser drin sind. Also kein Chlor. Es ist ein Must-Have für alle, die gesund bleiben wollen und alle Sportler, die dopingfreie Leistung steigern, beabsichtigen, also es ist auch leistungssteigernd und alle Menschen, die auch chronisch krank sind und chronische Schmerzen und Entzündungen haben.
Jetzt zeige ich nochmal Bilder und Videoaufnahmen vom Blut vor und nach der Einnahme von Ferritin-Detox. Also das ist eine Dunkelfeld-Blutdiagnostik vor und nach 60 Minuten erstmalige Einnahme von Ferritin-Detox. Das ist eine 400-fache Vergrößerung der Elektrozyten, das sind die roten Blutkörperchen, bei einer Filmaufnahme unter Dunkelfelddiagnose. Und hier sehen Sie diese Verklebungen, so genannten Geldrollenbildung der Erythrozyten. Und aufgrund dieser Verklebungen sind die nur geringfähig, den Sauerstoff zu transportieren. So, und dann schauen wir uns das zweite Bild an. Jetzt habe ich da wieder das macht da jetzt nichts. Das mache ich dann so aus aktueller Folie. Und hier ist jetzt das zweite Bild. Moment, sorry. Hier haben wir das zweite Bild. Es tut mir jetzt leid. Genau. Ich lasse es jetzt einfach mal hier. Genau, die Bewegung ist viel schneller. Sehen Sie das? Im zweiten Video, das ist 60 Minuten nach erstmaliger Einnahme von Ferritin-Detox. Das ist ein dynamischer Sauerstofftransport. Das optimiert dann die Körperfunktion und Sie sehen, die Selbstheilungskräfte werden auch hierdurch aktiviert. Die Geldrollenbildung, die ist weg. Das Ganze geht wieder aktiver, das ist alles viel aktiver, also es bewegt sich schon was und das nach 60 Minuten Einnahme. Gut, ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar Bilder. Einmal bei Neurodermitis. Das ist eine 41-jährige Patientin mit Neurodermitis. Sehen Sie es? 3.7., 17.7., 24.7. ist unglaublich. Also wir bekommen ja jetzt ab 13. Oktober ein Produkt mit dazu von außen. Lassen Sie sich da überraschen. Also Detox von innen und Detox von außen. Also gerade bei Schuppenflechte, Neurodermitis und so weiter. Also sie trinkt Detox 3 Milliliter am Tag und besprüht 5 bis 6 Mal schon mit dem Detox diese Stellen. Also man kann auch schon dieses Detox-Wasser zum Besprühen nehmen, aber wie gesagt, bis dahin kann man das Wasser nur benutzen. Wir bekommen dann ab 13. Oktober bekommen wir dann ein neues Produkt im Skin-Bereich. So, jetzt haben Sie mal ein offenes Bein. So sieht es jetzt aus. Unglaublich. Detox von innen und Detox von außen. Offene Hände. Sehen Sie das? Also das sind auch die Männer, die dann auch schwer arbeiten müssen und das ist ja ganz schlimm. Hier hat sie dann das noch ein bisschen gebildet. Herr Schmidt hat gesagt, er empfiehlt dann einfach noch ein bisschen Fettcreme dazu zu nehmen, dass das Ganze etwas geschmeidiger wird. Aber Sie sehen hier, das ist also ein gravierender Unterschied. Das ist dann am 25.04. hat er begonnen und das ist jetzt Mitte, Ende Juni. Also es ist unglaublich, was wir da für Erfahrungen haben. Ja, ich bin jetzt mit meinen Ausführungen am Ende. Und wie gesagt, am besten, Sie schauen einfach mal auf die Detox-Seite, die ganzen Erfahrungsberichte und geben Sie das dann auch an Ihren Kunden weiter. Und auch wenn Sie dann selber Probleme haben, machen Sie vorher-nachher Fotos, probieren Sie es selber aus, das ist das Wichtigste. 13. Oktober will ich jetzt nochmal vorsehen. Wir sehen uns in Würzburg, da werden die neuen Produkte vorgestellt. Und ja, gut, das ist die Sphäre 2 wird eingeleitet. Wir werden vorbereitet auf unser Weihnachtsgeschäft. Sie können also mit unserem Blockbuster, ich sage mal, ein bisschen so aufgestellt, Sie können Umsätze machen ohne Ende. Bloß Sie müssen es nur tun. Sie müssen es einfach raustragen in die Welt. Machen Sie einfach Einzelberatungen. Sie können auch Abende machen, Partys machen. Machen Sie so, wie Sie sind, so wie Sie drauf sind. Sie haben jetzt gerade gesehen, jetzt auch bei mir hat die Technik nicht funktioniert. Na und? Ist doch egal. Wichtig ist, dass die Info rüberkommt, oder? Und genauso ist es bei Ihnen. Es ist ja keiner perfekt. Und wenn Sie mal was nicht wissen, dann sagen Sie das ganz ehrlich. Dann sagen Sie, oh, ich weiß es jetzt nicht. Ich muss da jetzt erstmal nachfragen. Dann fragen Sie Ihren Vermittler. Oder schreiben Sie dann einfach
an Fairway oder dann eben an diese Detox-Seite, ja, wenn Sie hier Fragen haben. Oder wie gesagt, gehen Sie an Ihren Vermittler ran. Und Learning by Doing, schauen Sie, dass Sie reinkommen in die ganze Thematik. Und es macht so Spaß und Sie werden sehen, dass auch Leute Ihnen dankbar sind, dass Sie das vermittelt haben. Ich möchte noch darauf hinweisen, Birgit Preuschel, eine Heilpraktikerin aus Regenstauf, und Alexander Schmidt, Mitentwickler von Fairway Detox, machen eine richtige Fairway Detox Roadshow. Sie sehen jetzt hier die Hamburg, Dortmund, Frankfurt, Stuttgart, ist alles auf unserer Seite drin unter Events. Ich weiß zum Beispiel jetzt bei Straubing, das ist bei mir in der Nähe, dass da nur 100 Plätze sind. Also seien Sie da jetzt auch schnell mit den Eintrittskarten. Und ja, dann bedanke ich mich jetzt, dass Sie mir zu lange so aufmerksam zugehört haben. Ich habe jetzt um 8 Minuten überzogen. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht böse. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Und ja, ich wünsche mir für Sie viel Erfolg, Gesundheit, dass Sie glücklich sind. Das ist das Wichtigste im Leben, dass Sie gesund werden und gesund bleiben, dass Sie das heraustragen in die Welt. Und ja, ich habe jetzt doch, bin jetzt noch für Fragen offen. Ich sehe jetzt gerade noch, ich hoffe, ich kann das jetzt. Schauen wir mal. Okay, ich hoffe, das wird. Genau, das Webinar wird aufgezeichnet. Die Helena hat gesagt, das macht das Programm automatisch, weil ich hätte das nicht gewusst, wie das geht. Ja, die Eike Fuchs, die hat das verlassen. Sonst haben wir nichts. Chat. Außer auch nichts mehr. Fragen sind keine mehr da? Okay. Mega Präsentation. Danke. Danke. Dankeschön. Schweizer Bio ist noch strenger zertifiziert. Habe ich nicht gewusst. Habe ich wieder was gelernt. Also, alle gehört, gell? Okay. Sonst noch irgendwelche Fragen? Schauen wir hier nochmal, weil ich habe 2 Chats, was ich so sehe. Okay, gut. Also, ich hoffe, ich habe Ihnen weiterhelfen können. Und wir sind jetzt fertig und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Wie verlasse ich das Ganze? Stopp, hier habe ich noch was. Gibt es für All-in-One eventuell neue Schilder zu überkleben? Nein, weiß ich noch nichts. Am besten, Sie würden das, liebe Renate, schreiben Sie doch das doch eventuell an Fairway. Ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Ob Sie es machen, ich weiß es nicht. Probieren Sie es einfach. Ich bleibe jetzt noch mit dran. Vielleicht hat noch jemand eine Frage. Also einfach an Fairway schreiben. Vielen Dank, gute Nacht, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für die Blumen, freue mich total. Mein erstes Webinar. Okay. Jetzt schaue ich auf den anderen Chat nochmal, ob da was ist. Ja, okay, Webinar wird aufgezeichnet. Gut, ich glaube, wir sind es dann. Ich glaube, ich habe keinen übersehen. Nee. Gut, dann für alle, die noch drin sind. Tschüss.